Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren Part Harvest Moon Friends of Mineral Town für den Game Boy Advance. Ja, heute auch eine brandaktuelle neue Super-Episode, denn das Schaffestival ist morgen auf den, ja, interessiert uns nicht, denn wir haben keine Schafe, deswegen kannst du wieder gehen, alter Mann. Heute auch brand, haben wir, ja, Weinhammer. Und brandaktuell, weil, ja, ich habe die Episode am Mittwoch jetzt, also gestern aufgenommen, um 21 Uhr. Da Harvest Moon in dieser Woche eines der Let's Plays war, wo ich noch neue Folgen brauchte für die Woche. Aber, hier bitte. Und weil wir nett sind, kriegst du sogar noch einen Wein. Nee, es hat mir nur Harvest Moon gefehlt und da dachte ich mir, Mensch, Mittwoch ist sowieso Tag der Arbeit, da ist sowieso frei und von daher kannst du dann aufnehmen. Jetzt beim Fußball stört mich keiner, gucken alle Fußball. Ne, ist ja so eine Sache. Bayern München gegen Barcelona spielen sie. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal erwähnt, Fußball interessiert mich nicht wirklich, von daher, puh, ja, werde ich darüber auch nicht sprechen. Worüber ich aber sprechen werde, Mensch, wenn ich einmal so eine aktuelle Episode habe. Die ganze Geschichte mit der Telekom hat sich ein bisschen ausgeweitet oder es gibt neue Informationen zu der ganzen Sache, denn der Ganze, der das ins Leben gerufen hat, diese Petition gegen die Telekom oder gegen die Drosselung der Telekom, ne? Dieser junge Mann war ja auch derselbe, der dann ProxyTube gemacht hat und so weiter. Und es soll wohl so sein, dass er die ersten 100.000 Unterschriften, die jetzt schon, es sind jetzt schon über 100.000, über 150.000 Unterschriften, aber die ersten 100.000 Unterschriften möchte er dem, ich weiß nicht, ob es der Chef der Telekom war, das war, glaube ich, der Chef der Telekom, übergeben. Und das soll dann jetzt nur der Anfang sein. Warum er diese Unterschriften übergeben will, naja, der Chef der Telekom hat bei ihm angerufen. Und das zeigt doch schon mal, dass diese ganze Aktion ein bisschen Wirkung zeigt. Wenn der junge Mann das jetzt auch noch, oder wenn wir das alle zusammen, das ist ja nicht nur er, ne? Wenn wir alle zusammen das jetzt noch so hinbekommen, dass die Medien dann auch nochmal richtig schön drauf aufmerksam werden. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu voreilig irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. Aber wenn das ähnlich so ausartet wie bei ACTA, hat die Telekom keine Chance. Ich meine, jetzt gibt es nochmal eine Aktion. Man kann das bei mir auf der Facebook-Seite immer verfolgen, weil ich das meistens poste. Es gibt jetzt so eine Aktion, dass man ein Foto posten soll mit einer bestimmten Geste, die dann vorgegeben ist. Und dann einen Spruch dazu, wie zum Beispiel Telekom, Netzsicherheit auch in der Zukunft. Sowas zum Beispiel, ne? Und damit halt klar zu symbolisieren, Telekom, das, was ihr da macht, ist scheiße. Und das ist halt der nächste Schritt in dieser Aktion. Und ich bin gespannt, wie sich diese ganze Telekom-Geschichte noch ausweitet. Ich möchte, wie gesagt, doch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich denke mal, das kriegt die Telekom nicht durch. Das kriegen die nicht durch. Dazu selbst, also ich habe mich ja den einen Tag so gewundert. Ich gucke, ich aktualisiere die Seite ja mal öfters, um zu sehen, wie viele Unterschriften da schon sind. Schaue so, es haben noch 3000 Unterschriften gefehlt bis zu 10.000. Auf einmal aktualisiere ich die Seite, 200 Unterschriften bis zu 100.000. Und ich dann, hä? Was ist jetzt los? Wo kommen die ganzen Unterschriften her? Bis ich dann gesehen habe, dass Gronkh die Petition gepostet hat. Und ja, von daher war die Sache klar. Gronkhs Army has arrived. Und mehr braucht man dazu nicht sagen. Finde ich schön, dass er das auch nochmal gepostet hat, weil gerade er nochmal einer der Leute ist, die auch dementsprechend viel, ja, die halt viele Menschen erreichen. Und von daher eine schöne Sache vom lieben Gronkh. Übrigens eine schöne Sache, ich hatte ja mal erzählt, dass man mich mal für einen Zeitungsartikel haben wollte hier aus der Gegend. Und der wurde jetzt, der ist jetzt erschienen in der Zeitungsartikel tatsächlich. Da haben sie dann glücklicherweise noch einen anderen gefunden, der sich dafür geopfert hat. Und, naja, er war eigentlich ganz gut, der Zeitungsartikel. Aber irgendwie kam noch so,
Ich weiß nicht, es war noch so ein... Es wurde ein Let's Player noch irgendwie so dargestellt, man hockt in sein Kämmerchen und hofft darauf, dass man irgendwann berühmt wird und so weiter, ne? Und ich habe jetzt wieder schön verschwendet, ich Blödmann. Und in den Artikel, ich hätte niemals gedacht, dass ich in diesen Artikel mal von dem Braunschweiger Erik Range lese. Stand wirklich so drinne, Aushängeschild oder Star-Ikone oder wie auch immer Star dieser Szene ist zum Beispiel der Braunschweiger Erik Range, Pseudonym Gronk. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meiner kleinen Dorf Lokalzeitschrift hier, Kaff-Zeitschrift, obwohl es kein Dorf ist, wo ich lebe, also, aber dass ich hier jemals was von Gronk lese, das ist ja auch mal was, aber es ist eine Zeitung, die ist, das lesen nicht so unbedingt viele junge Leute, von daher, und die Alten, die meckern dann sowieso nur drauf rum, die Jugendlichen, ja, da sind sie wieder mit ihren Killerspielen und mit ihren Geballere. So sind die Menschen hier leider und in vielen Teilen Deutschlands auch eingestellt. Und ich glaube, ein Artikel oder ein Kommentar gleich im Internet, also der Artikel erschien einmal im Internet und einmal in der Zeitung. Und ein Kommentar im Internet war dann halt, ja, der Herr Punkt, 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 also den sie dazu interviewt haben, der ist geistesgestört oder der sollte sich lieber mal untersuchen lassen, hier solche Ballerspiele vorzustellen und zu spielen, das ist ja nicht gut, da sollte man sich untersuchen lassen. Und da habe ich mir erstmal volle Hütte vor die Fresse geschlagen, weil bei diesen Leuten ist nicht angekommen, was Let's Playen ist. Und Let's Playen ist ja immer noch so ein bisschen der kleine Außenseiter, ne? Man, als Let's Player ist man noch ein kleiner Außenseiter. Allgemein auch auf YouTube, ich merke es immer wieder. Es wird mit Let's Player noch so umgegangen. Naja, also andere YouTuber kommen da oft mit der Meinung, naja, die machen ja eh nicht viel. Und naja, Let's Player und... Mensch, wir sind genauso YouTuber wie ihr, ihr Pissnelken. Es ist scheißegal. Ich möchte das jetzt auch nochmal an jeden sagen, der Meinung ist, es ist scheißegal, wie viel Arbeit in einem Format oder in irgendwas reingesteckt wird auf YouTube. Auf YouTube zählt nur eins. Die Zuschauer müssen unterhalten werden. Den Zuschauer juckt es in keinster Weise, ob wie viel Arbeit dahinter steckt, ob da richtig Arbeit reingesteckt wurde. Natürlich sieht man es, wenn mehr Arbeit reingesteckt wurde. Aber der Grundgedanke ist, den Zuschauer zu unterhalten. Und darauf läuft es immer hinaus. Und deswegen, wenn das Let's Play, wenn es halt unterhaltsam ist, dann ist es unterhaltsam, ne? Da kann man nicht viel machen, meine lieben Freunde. Und es ist nun mal so, es ist nicht immer fair im Leben. Das ist halt leider so. Deswegen versuche ich jetzt hier mal ein paar aufwendigere Formate hinzuzaubern. Silent Gaming Weekend soll davon nur der kleine Anfang sein. Es ist natürlich, ist es aufwendiger, aber noch nicht so aufwendig, wie ich mir das vorstelle. Und ihr könnt da noch viel, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ihr könnt da noch viel erwarten und... Trotzdem, letzten Endes, sei das nochmal gesagt, letzten Endes läuft das alles auf Unterhaltung hinaus. Den Zuschauer juckt es nicht, die Bohne, wie dieser Unterhaltungseffekt, sage ich jetzt einfach mal, erzielt wird. Der Zuschauer, der will einfach nur unterhalten werden. Und jeder, der was anderes behauptet, was? Warum komme ich denn auf YouTube? Ich komme auf YouTube, damit, was weiß ich, damit mir meine Langeweile vergeht. Damit ich gute Videos sehen kann, die mich unterhalten. Damit ich was zu tun habe, ne? Das ist nun mal so. Gibt's nichts zu diskutieren. Und ich meine, dass wir Let's Player jetzt, wenn wir nicht gerade Gronk heißen, nicht unbedingt viel Arbeit reinstecken. Obwohl, da muss ich nochmal eine Abgrenzung wirklich machen. Es gibt Let's Player... Ja, die machen sich nicht unbedingt... Ach, komm hier rein. Die machen sich wirklich nicht die Mühe. Bei denen ist das wirklich nur... Aufnehmen bei den... Und aber es ist ja... Es ist ja weitaus mehr, ne? Das Rendern... Ich meine, das Rendern ist jetzt nicht das Problem. Aber die Thumbnails erstellen dann sich um...
kommende Projekte kümmern, auch neue Ideen zu bekommen. Das finde ich immer wichtig. Nicht immer auf den alten Kram sitzen bleiben, sondern immer neue, the new shit, bring on the new shit on this channel. Immer die neueste Scheiße auf den Kanal bringen. Denn sonst wird es zu langweilig und Langeweile wollen wir nicht. Und welchen Tag haben wir hier heute gerade? Mal gucken. Schattenfestival habe ich gelesen. Genau, Schattenfestival. Wer kennt es nicht? Übrigens, jetzt kann ich mal wieder fragen. So eine zwischenmenschliche Frage, ne? Damit ich auch mal ein bisschen menschlich rüberkomme. Guckt einer von euch noch Supernatural? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ziemlich alleine bin, aber ich gucke da. Ich habe das früher zum Staffelstart schon wie ein Bekloppter verfolgt und zwischendurch da mal aufgehört und jetzt gucke ich es aber wieder. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, ich finde die Serie top. Ich finde es jetzt nicht gruselig, ist klar. Ich finde nichts mehr gruselig. Spätestens nach Slender schaffe ich es selbst, in den Spiegel zu gucken und keine Angst mehr zu haben. Aber ansonsten, nö. Es ist einfach, ja, es ist eine schöne Serie an sich so. Ich kann ja mal aufzählen, was gucke ich denn? Was gucke ich denn? Berlin Tag und Nacht. Nein, das natürlich nicht. How I Met Your Mother. Gucke ich How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. Was haben wir noch? Jetzt halt Supernatural. Two and a Half Men gar nicht mehr. Two and a Half Men ist scheiße. Richtig scheiße geworden. Also früher war es ja noch ein bisschen, naja, mit Charlie Sheen. Ne? Aber jetzt. Dann gucke ich Anger Management. Anger Management, das ist jetzt so im Free TV noch nicht zu sehen. Aber total geil. Das ist diese neue Serie von Charlie Sheen. Ich sag mal, da steckt nicht viel dahinter, aber letzten Endes ist es unterhaltsam so an sich. Ganz lustig. Und da sind wir wieder dabei. Netflix möchte unterhalten werden. Was anderes zählt nicht. Deswegen gehen diese ganzen Assi-Formate auch auf. Diese ganzen. Hier, Berlin Tag und Nacht. Köln 0815, schlag mich tot. Und wie sie alle heißen. Die gehen auf, würde ich mal meinen. Weil ich jetzt mal kurz hochgehe und. Ah, scheiße, ich hab die. Ich muss die doch heute noch eingeben. Die gehen auf, weil. Ich meine, die meisten sitzen davor und denken sich: guck mal an, da, so ein Assi. Tja. Kann RTL oder sonst wem scheißegal sein. Denn letzten Endes, ob ihr nun sagt, solche Assis oder nicht, guckt ihr es trotzdem. Das ist das Problem, ihr guckt es trotzdem. Und für einen Sender zählen letztendlich dann nur die Einschaltquoten. Ob ihr dann davor sitzt, so ein Assi, oder ob ihr davor sitzt, geil, juckt den Sender nicht. Die gucken nur auf ihre Einschaltquoten und wie die bekommen, ist Schnuppe. Von daher sind die da sitzen und sagen, witzig, auch nicht besser. Ich muss zugeben, ich sitze manchmal wirklich so davor und ich versuche mir das manchmal ernsthaft anzugucken und irgendwas Gutes dran zu finden. Aber es ist halt wieder dadurch, dass es so dämlich ist, das ist auch irgendwo wieder unterhaltsam, aber Unterhaltung auf allerniedrigstes Niveau und da sollte sich das deutsche Fernsehen doch nicht hinbewegen. Also, wenn das unser zukünftiges Niveau ist, das wir halten wollen, wo wir bleiben wollen, dann sehe ich da keine Hoffnung mehr. YouTube, ich sehe es immer wieder, auf YouTube sind auch so ein paar kleine Formate oder so ein paar kleine Kanäle, wo ich mir denke, ja, das ist doch sozusagen das Assi-TV auf YouTube. Das ist die. Wie nennt man das? Die Kreativitätswüste. Die ihre Formate sind Kreativitätswüsten, ja. Kreativitätswüsten. Und nee, die Ideen sind einfach so ausgelutscht und da kommt nichts Neues dazu. Da wird immer auf Altes gesetzt und das halt immer weitergemacht. Und aber auf bescheuertste, simpelste Art, dass man sich sagt, Mensch, das ist doch, ach Jungs, ne? Aber wir wollen ja mal aufhören zu meckern. Wir sind ein fröhlicher Farmer. Wir haben keine Sorgen mehr. Außer, dass wir noch die Frau da erobern müssen.
Sonst haben wir keine Sorgen. Wie Psy, der hat, glaube ich, auch keine Sorgen mehr nach seinem nächsten Hit. Gentleman hat ja auf seinem Kanal, allein auf seinem Kanal, 252 oder 300 Millionen Aufrufe. Dann hat es insgesamt nochmal viel, viel mehr. Ich glaube, ein paar Milliarden, oder? Kann das sein? Milliarden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir dieses offizielle Video nicht gucken. Wir können es nur gucken, aber halt nicht auf Psy, auf den Originalkanal. Können wir es nicht gucken, weil... Geh mal nach Hause, du alte Scheiße. Sag ich dazu nur. Und... Pum. Was? Ach, da fällt mir gerade was ganz Wichtiges ein. Wir müssen ja mal unser Werkzeug abholen vom Schmied. Ich meine, der steht hier Tage und Nächte lang sich die Kniekehle im Wanz und Donnerstag geschlossen, natürlich. Natürlich ist Donnerstag geschlossen, warum auch nicht? Warum sollte Donnerstag auf sein? Wisst ihr was? Dann lege ich mich jetzt hin und dann holen wir uns unser Werkzeug und dann schauen wir mal. So, morgen ist es soweit, glaube ich. Minecraft Episode 1000. Ich freue mich ja schon drauf, ne? Also irgendwie ist es wirklich, da muss ich euch dann auch recht geben oder muss ich vielen recht geben. Irgendwo ist es auch amüsant, die ganzen kleinen Kinder, die sich da weggeärgert haben. Warum keine 1000. Episode? Du bist so böse, du bist ein Arschloch, du böser Kapitalist, du bist geldgeil und so weiter. Naja. Jetzt ganz witzig. Aber ich bin wirklich mal gespannt, was sich der liebe Gronkh eingefallen lassen hat. Eingefallen lassen hat? Ja. Hat einfallen lassen. Oder so. Und es wurde ja auch gesagt, dass es mehrere Parts sind. Und ja. Von daher wird es, denke ich, mal wieder spannend. Die Let's Playen ja zurzeit wieder. Gronkh. Oh, ich erwähne so oft Gronkh, ne? Gronkh und Sarazar und Rumpel? Rumpel macht, glaube ich, auch mit, ne? Sergeant Rumpel. Sergeant Rumpel ist sowieso auch, muss ich sagen, seitdem ich den LPT-Livestream da verfolgt habe, ich finde ihn total sympathisch. Auch als eigenständiger Let's Player ist der schon toll, ne? Kann man sagen. Sergeant Rumpel macht sich auch gut. Und auf jeden Fall, die drei spielen das neue Dead Island Riptide. Das wollte ich so gerne spielen. Jetzt habe ich aber zurzeit kein Geld und... Naja, muss man das nächste Taschengeld abwarten. Dann geht das auch. Mal schauen, ist das bei Steam Dead Island Riptide? Kann ich mir gar nicht... Oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wird bestimmt wieder bei Steam sein, oder? Habe ich mich jetzt gar nicht umgehört, ob das auch wieder bei Steam ist, wie Dead Island 1. Das war ja auch... Da. Und ich könnte mich da immer so weglachen, also ich weiß gar nicht, warum habe ich jetzt mit den Dead Island Riptide Let's Play warum habe ich das Thema jetzt angeschnitten, das weiß ich selber nicht. Das weiß ich. Scheiße. Einfach mal so aus Spaß, ne? So, jetzt gehen wir erst hoch, schenken dir was und dann holen wir unser Werkzeug. Total sympathisch, die Jungs. Aber ich darf ja keinen mehr sympathisch finden. Ich hatte mal ein Tutorial gemacht. Das war zur Let's Play Anfangszeit. Naja, da wollen wir nicht drüber sprechen, aber da habe ich ein Tutorial gemacht, wie man Let's Playt. Und da habe ich wirklich, weil ich das Programm nun mal, oh scheiße, jetzt habe ich gar nichts mit. Dann schenkt man dir ein bisschen mehr. Über mehr freut sich die Menschheit. Bitteschön. Oh, 24.000, wir sind so geil. Danke. Bitte. Und weil wir nett sind, schenkt man dir noch ein Reisbällchen dazu. So. Scheiße. Worüber wollt ihr hier sprechen? Sag mir einfach, wenn du etwas brauchst, okay? Ja, werde ich sagen. Was wollte ich sagen? Scheiße. Ich war bei... Achso, ja, da habe ich dann TX-Story so in den Himmel gelobt, weil es ja wirklich ein geiles Programm für mich damals war. Aber ich meinte dann damals halt aus Versehen so die
Da habe ich dann die Meinung vertreten, ja, Fraps ist für Anfänger, ne, wenn man dann besser ist, nimmt man schon DX Story. Fraps geht auch, aber Fraps ist nur so, ne, abgesehen davon, dass ein größerer Let's Player, der mit G anfängt und mit Ronk endet, auch unter anderem Fraps benutzt, ne, Fraps ist, es war zu meiner Let's Player Anfangszeit, von daher, auf jeden Fall, in den Kommentaren dann, wie viel hat dir Fraps geboten, dass du die so in Himmel lobst und so weiter, wie viel hast du dafür gekriegt? War lustig, ne? Nicht, dass dieselbe Sache hier wieder entsteht, wie wir haben dir Gronkh und Sarraza gegeben. Nichts haben sie mir gegeben. Ich finde die Leute einfach sympathisch. Ich finde auch Random Arcus zum Beispiel total sympathisch. Ist ein super Let's Player. Weiß nicht, ob den einige kennen. Er macht auch immer Spiele, die nicht unbedingt jeder macht. Aber wie er das kommentiert, ist absolut unterhaltsam, humorvoll, vor allem auch humorvoll. Und es gibt immer was zu lachen bei ihm. So, dann gucke ich natürlich noch. Wen gucke ich noch? Gute Frage. Erstmal hau ich die Steine hier weg, die müssen jetzt. Ah, der ging mit einem Schlag weg. Ich gucke viele Leute, lass mal es dabei. Ich gucke auch noch Vlogger, ich gucke auch noch mindestens Vlog. Ich gucke Iblali, ich guck. Was guckst du? Was guckst du? Genau, was guckst du? Schreib es in die Kommentare. Und von daher, macht's gut, bis zur nächsten Episode Harvest Moon. Ich sag ciao, euer Krangis. Schönen Donnerstag.